آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون ويا جلوبين رسول الله صلى الله عليه وسلم hat auf geantwortet auf einen Ratschlag. Jemand wollte einen Ratschlag und die Antwort war von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: Qul Allah wastaqimu. Sag Allah und geh den geraden Weg. Sag Allah und geh den geraden Weg. Ein Scheich, berühmter Scheich, Darkawi-Scheich, von Darkawi-Tarikat, berühmter Scheich, der wurde gefragt von einem Schüler, oder nicht gefragt, der Schüler sagte zu ihm, und wollte seinen Zustand ausdrücken, sagte, ich bin nichts, oh mein Scheich, ich bin nichts. Da sagte der, sag nicht, du bist nichts und sag nicht, du bist etwas, irgendwas. Sag Allah und du wirst Wunder erleben. Jede Menge Wunder. Mashallah. Mashallah. Möge Allah uns Einsicht geben. Oh, brothers and sisters, Rasulullah said, when he was asked for advice, general advice, he was saying, Qul Allah wastaqimu, say Allah and continue the straight path. And there was a story from one, a report actually from one famous, I forgot the name, famous Darkawi Sheikh. He was in front of his murid. The murid was saying to him, the disciple, he was saying, I am nothing. He is expressing his state in front of the sheikh. I am nothing, he said. And the sheikh said, don't say, I am nothing. And don't say, I am something, this or that. Say Allah. Say Allah and you will see miracles. Miracles over miracles. Inshallah. May Allah give us good understanding. Ala inna ahsan al-kalam wa abraga al-nidham kalamullahi malik al-aziz al-alam kama kala Allahu tabaraka wa ta'ala fil kalam wa dhakuriyati al-Qur'an fastamiulah وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين